Das ist das Leben, das Leben. Das ist eben das Leben. Klack ich rum, bau ein an und hat's erstmal ein. Das ist das Leben, böse und gemein von seiner ganzen harten Seite. Nix für zarte Seite, ja. Das Leben zeigt sich immer mit voller Härte, ja. Aber ist doch egal, hat's erstmal einen Kopf und dann wird dir wieder einfallen, dass was war gleich gewesen, ja. Oh, es ist Amelia. Das ist halt das Leben, es wird nie nachgiebig sein. Es wird immer zuschlagen mit voller Härte. Das Leben schenkt dir nix. Ja, das Leben schenkt dir nix. Niemand schenkt dir was. Es ist außer Kontrolle geraten. Experiment, Mensch, ist fehlgeschlagen. Und die Tendenz zur Selbstzerstörung, zur eigenen Vernichtung unserer Gattung, unserer Spezies. Legen es speziell mächtige Menschen mit Atomwaffen an, aber alle werden wir mit reingezogen in den kleinen Krieg zwischen Nordkorea, USA, China und den Russen. Wir sind nur noch unnutze Fresser, egal für wen. Niemand wird uns mit Gnade begegnen, denn wir sind die bösen Deutschen und das werden wir immer sein. Wann bekommt ihr das in eure Schädel rein? Unnutze Fresser, weder die USA noch Väterchen Russland wird uns mit euch füttern, das muss euch bewusst sein. Wir sind dann unnutze Fresser. Fresser, ja, Schmarotzer, die keiner braucht, Parasiten, ja, so sieht es aus, denn wir sind die bösen Deutschen und das werden wir immer sein. Wann bekommt ihr das in eure Schädel rein? Bekommt ihr es nicht in den Schädel hinein? Wir sind die bösen Deutschen und das werden wir immer sein. Drop ihr Schissen, ich bin stolz auf mein Land. Wenig Naturkatastrophen. Ja, das Klima wärmt sich mäßig, was soll ich sagen? Schlimmer geht immer, schlimmer geht immer. Es ist wie es ist das Leben, ja. Deshalb brauch erstmal einen Saufen Schnaps, ja, dann ist erstmal zwar nichts geändert, aber wenigstens ertragbar. Erdogan hab ich vergessen, Superspinner aus dem Geberplant, ja was soll ich sagen? Ah, der überrascht mich immer wieder, ja, ist ihm denn nicht klar? Oh, ich will's jetzt nicht sagen, weil mich dann wieder jeder Türke hasst, aber ohne Atatürk, Erdogan, du Spaß, was würdet ihr da tun? Töpfe Perser würden sagen, wo es lang geht, ja, nach Töpfe Schwuppen. Oh, jetzt hab ich's doch gesagt, verdammt. Ist nicht jeder so, aber Fanatismus ist fehl am Platze, ganz egal, wo.